Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, wir sind, glaube ich, im Kapitel 13 und müssen zum Hangar. Schauen wir mal, ob wir da hinfinden. Wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust und Laune habt, Leute. Ich muss meinen Sound hier ein bisschen umstellen. So, jetzt müsste es passen. Genau, schauen wir doch mal, ob wir zum Hangar kommen und ob wir das auch überleben. Weil ich denke, dass wir noch gar nicht so stark sind hier für das Ende. So, schauen wir doch mal. KDM mal bitte. Wir müssten eigentlich hier hinten hin, aber ich habe keinen Plan, wie wir da hinkommen. Wo habt ihr den Regal ja gelassen? Wir schauen einfach mal. Notgedrungen. Er hat einen Totalschaden. Aber er hat uns bis zum Schluss beschützt. Da hinten sind wir vorher nicht weitergekommen. Vielleicht geht's ja jetzt. Genau diese Richtung. Hoffentlich sind Bix und Wedge in Sicherheit. Was ist denn passiert? Wir wurden unterwegs angegriffen. Ach was. Die beiden kommen schon klar. Kann man denn hier nichts machen? Also, wo ist der Lift? Ja, das frage ich mich auch, wo der Lift ist. Da kommt man nicht rein. Hier ist zu. Ich habe keinen Plan, wo ich hier weitergehen muss. Oder müssen wir da rein irgendwie? Nacht, kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Nee, kann ich nicht. Ich muss schauen, wo es hier weitergeht. Da ist ein Schalter oder sowas. Hier kann man aber nichts machen. Hier geht's auch nicht weiter. Die Gegner hier hatten wir ja schon gemacht. Jetzt schauen wir trotzdem nochmal da rein. Was ist das hier eigentlich? Ein Grafikfehler oder was soll das hier sein? Nix. Schauen wir hier hinter nochmal. Hier ist auch nichts. Ah, hier ist noch was. Final Elixier. Nö, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Das haben wir schon zerstört. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich habe keinen Plan, Leute. Aber da hinten waren vorher auf jeden Fall Gegner. Das heißt... Karte nochmal, bitte. Wir müssten dann eigentlich hier hinten langkommen. Wenn wir nicht vorher schon wieder sterben sollten. Boah, erstmal wieder klarkommen auf das Game. Ich habe das schon ewig nicht mehr gezockt. Hab's ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ist gar nicht so einfach mit der ganzen Steuerung und alles wieder. Wahrscheinlich werden wir oft sterben beim Boss. Wenn jetzt hier irgendwann mal ein Boss kommen sollte. So, ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg hier. Ich muss schnell nochmal meine Dampfe ziehen, Leute. Dann geht's auch gleich weiter. Wir haben ja aktuell, glaube ich, gar keine Waffen mehr, oder? Ausrüstung knockt. Ach doch, wir haben wieder Waffen. Oder? Ja, wir haben wieder Waffen. Okay. Blutsauger. Dann haben wir uns die hier mal rein. Und hier haben wir uns auf jeden Fall einen Zauber rein. Den Blitzzauber. Okay.
Die anderen haben jetzt aber schon alles drin. Okay. Ignis, okay. Prompto auch. Gut. Die hat ein bisschen mehr Power, die Waffe. Behalt Ignis im Auge. Alles klar, ich passe auf ihn auf. Dann ist gut. Wo? Okay, es läuft auf jeden Fall schon mal besser wie vorher. Warum? Er teleportiert sich da nicht mehr hin, was ist da los? Okay, ist down, oder? Yep. Kein Plan mehr, wie ich mir da hin. Mein Trank. Du kannst tatsächlich noch kämpfen. Ich versuche es zumindest. Ah, jetzt. Okay. Falsche Taste gedrückt. Komm, hauen rein. Das müsste es gewesen sein. Okay. Das geht doch. So, hier ist halt irgendwie ein Schlüssel zu sein oder sowas. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüsselsymbol. Sind wir denn richtig? Ich. Gehen wir erstmal da lang. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Nacht! Kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Nee, kann ich nicht. Kugelsicherer Anzug. Ich glaube, rein von der Rüstung hier haben wir bis jetzt noch nichts Besseres gefunden, wie die Anfangsrüstung, die königliche Rüstung, was wir anhaben. Ich kann ja nochmal, die Rüstung anschauen. Ausrüstung. Was ist hier? Das kann er gar nicht. Gladius, kann der das nehmen? Ne. Hä, wo ist die denn jetzt? Kugelsicherer Anzug. Ist das ein Accessoire gewesen? Ach doch, da. Okay, was war da noch? Zeitaufträge, okay. Talente, das war das. Fertigkeit, was haben wir denn Fertigkeitspunkte überhaupt? 99.
Schauen wir uns mal die Statuswerte an. Oh, da brauchen wir ganz schön viele. Zwei Accessoires. Neunundneunzig. Wartemodus. Mal. Erhöht die Magie aller Gefährten um die jeweilige Stufe. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Das hört sich doch nicht schlecht an. So, gehen wir mal hier weiter. Oder da hinten ging es auch noch weiter, oder? Wo sind wir denn jetzt? Na komm, lass uns mal hier weitergehen. Kann ich irgendwas absorbieren? Okay. Ah, hier sind noch mehr Absorb-Punkte. Alles klar, hier ist Elektrizität. Das nehmen wir noch gerne mit, würde ich sagen. So, schauen wir weiter. Oh, was ist hier? Hier kann man einkaufen. Ding dong. Kaufen. Wir wollen Heiltränke kaufen. Yep. Okay. Wie schaut's aus mit Phönixfedern? Phönixfedern sind teuer. Also kaufen wir nur zwei. Kaufen wir zwei, ja. Und ich brauche irgendetwas. Elixier 400. Mein, teuer. Supertrank. Naja, da haben wir viel im Inventar. Da kaufen wir nichts. Kaufen wir hier noch was. Genau, da würde ich sagen, reicht das. Und verkaufen vielleicht was. Wo haben wir denn recht viel? Ich weiß eben nicht, was wir jetzt noch brauchen und was nicht. Ja, ich kaufe auf gar nichts. Okay. So, gehen wir weiter. Wir speichern einmal. Wir können nicht speichern. Sehr schön. Das ist sehr schön, wenn wir speichern können. Okay, ich glaube, gibt's einen Kampf, genau. Ich glaube, das ist alles von Idolos. Kein Wunder, dass er angreift. Kämpfen! Erstmal die kleinen Viecher ein bisschen wegmachen hier. Boah. Warum sind denn die schon wieder tot? Sind die schon wieder tot? Roger.
Wow. Wow, wow, wow. Ei, ei, ei. Oh, geschafft. Meine Fresse. Kristall wird unser Reich segnen und mich zum Herrscher der Welt machen. Okay. Puh, die hat's in sich gehabt. Zeit für den Schlussakt. Okay, dann würde ich sagen, den Schlussakt schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist spannend und es wird schon ganz schön schwer, muss ich sagen. Also die hauen schon ganz schön rein jetzt, die Gegner. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.